Hallo und willkommen zu diesem neuen Video. Heute spiele ich mal ein bisschen Overwatch Quickplay mit Zenyatta. Und das Video endet, wenn mich ein Genji ganz gut tötet. Ihr kennt das ja vielleicht. Das ist ja so ein kleiner Kampf der Titanen ist. Da ja Zenyatta ganz gut Genji countern kann, also die Ult mit der Transcendence. Und einfach die beiden immer ja, auf sich achten und so konträre Positionen haben, da Genji auch den Zenyatta immer töten muss. Und ja, viel Spaß. Nein! Fuck, ich wollte noch üben. Na egal. Nicht schon wieder dieser Map, Alter, gibt's ja nicht. Ja, ich wollte nämlich noch ein bisschen üben, weil es wie üblicherweise auf meinem Kanal die erste Runde ist für das Video. Und ich finde das einfach auch besser so, weil ich meine, es wäre ja blöd, wenn ich irgendwie jetzt 5 Runden spiele und irgendwie nicht nur die 6 in die Aufnahme nehme, dann ist es ja irgendwie ein bisschen fake. Das Video ja genau dann enden soll. Wenn ich so getötet werde von Genji und keine Ahnung, wenn ich das jetzt so... Ich meine, es muss ja für mich auch ein kleines Erlebnis sein, dass ich ja hier ja, jetzt von Anfang an darauf ja, hinbaue, dass es so passiert. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ja, wir spielen jetzt auch übrigens dieses Quickplay mit Rollenball. Also, damit jetzt einfach... Ja, damit uns einfach eine klare Ordnung gibt und ja, ihr wisst schon. Dann gibt es so ein bisschen kompetitiveres Gefühl und ich schätze mal, dann werden die... Enemy DPS auf die Supports mal targeten. Naja, mal sehen. Auf jeden Fall auch voll komisch wieder zu spielen, weil ich gerade aus dem Urlaub zurückgekehrt bin, ein paar Tage nicht gespielt habe. Aber naja, irgendwie wird das schon. Und jetzt war. Ja, die haben Genji, okay. Fuck, das Video könnte schnell enden. Ah, easy, easy, Leute. Oh fuck. Ja. Muss ja mal passieren. Also Genji tötet alle, außer mich. Das ist ja mein Ziel jetzt eigentlich einfach zu überleben. Hauptsache Genji tötet mich nicht. Beziehungsweise hält es mich krass tötet. Also ich meine, wenn er mich jetzt so einmal abstoppt durch, das ist doch, nee. Am Ende tötet mich nur der Reinhardt die ganze Zeit, wenn er mich charged. Ich sehe es schon. Oh, jetzt läuft es ja ganz gut. Ja, auf jeden Fall. Oh fuck. Ich habe noch nicht meine Ult. Oh nein. Das könnte schnell gehen jetzt. Nee, okay. Habe ich nicht gesehen. Komm, jetzt den Genji, komm, den habe ich. Jawohl. Das war zwar der Sigma, aber durch meine Hilfe. Ich würde mich auf jeden Fall über eine positive Bewertung freuen. Abonniert doch gerne den Kanal, falls ihr ja, mehr solcher Videos sehen wollt. Ich habe jetzt Trance, also habe ich eigentlich nochmal ein extra Leben. So könnte der Genji mich nicht so einfach töten. Dann soll ich die einfach fürs Team benutzen. Ja, jetzt wird es eh gerade schlecht. Oh Gott. Danke, Anna. Fuck. Ich war einfach gerade cool gedrückt, aber leider zu spät. Naja, wäre glaube ich jetzt eh nicht so nützlich die Trance, aber. Oh, sieht. Ja, ist noch machbar, vielleicht. Komm ich ja jetzt noch. Die Genji hat mich noch nicht einmal angegriffen irgendwie, ne? Was ist los mit dem? Komm Winston, ich helfe dir. Jawohl. Die beiden Supports kriegen wir, jawohl. Ja, ich muss ja nicht mal meine Ult usen. Also für die nächste Blade kann ich auf jeden Fall dann einfach meine Trance usen. Seht ihr, das meinte ich einfach so. Genjis und Zenyatta sind eigentlich Erzfeinde, muss man sagen. Zack. Komm, Genji kriegst ein bisschen Heilung. Danke, Sigma. Ja, komm, mach doch, mach doch. Und sogar eine Nanoblade. Und noch einen Graph, Alter. Was wollt ihr eigentlich? Oh mein Gott, das war eine sehr große Trance. So verämt. Wie gesagt, Urlaub. Ne? Oh Gott, nee. Keine Map-Kenntnisse mehr. Okay, die haben kein Genji mehr. Das war jetzt die Edge, die mich ironischerweise getötet hat. Also der gleiche Spieler, der Genji gespielt hat. Naja, Pech. Nein, Pech. Dann wird das wohl diese Runde nichts mehr. Oh, nicht viele Headshots. Oh. C9. Ach, zum Glück ist das keine Ranked-Runde, das wäre ich richtig aufgeregt gerade. Aber jetzt, das Quickplay ist, kann es mir egal sein. Naja, wir sehen uns in der nächsten Runde. Sind ja da saven. Mal gucken, wie lange ich noch die Genjis von mir abhalten kann. Das ist auch die ganze Zeit Defense, ne? Ist ja eigentlich noch, da ist man ja noch mehr den Genjis ausgesetzt. Aber ich mach so pam pam. Zwei Bälle in den Kopf und dann ist er tot. Jetzt mal kurz Jump League. Oh, first try. Fuck, Mann, das Timing war scheiße. Absolut.
Oh, nice, wieder ein Genji. Oh, und ein Pocket Mercy. Oh, das wird schwer, das wird schwer. Oh, da kommt der Genji. Fuck, fuck, fuck. Nice, danke. Irgendwie versuche ich nur zu überleben, da einfach nur vom Genji wegzukommen und also halt, dass er mich nicht tötet, aber der Rest des Teams ist mir eigentlich vollkommen egal. Ich war ja gerade richtig gefährlich, in einer gefährlichen Position, aber naja. Er wird jetzt durchgehend gediscordet sein. Das ist mein einziger Schutzmechanismus. Auch jetzt ist es mir gefährlich. Komm, Anna, ich helfe dir. Nein. Okay. Ja, ich bin's jetzt hier aus dem Schnitt. Ich habe ja gesagt, das Video endet, wenn Genji mich tötet. Das passiert gleich. Aber ich konnte die Niederlage nicht so auf mir sitzen lassen. Weil ich wollte euch nochmal zeigen, wie ich jetzt hier im Laufe der Runde den Genji eigentlich selber auch dann hops genommen habe. Außer jetzt hier, da muss ich zum Beispiel jetzt trancen für den Echo Genji, für den Fake Genji. Dann konnte der mich einfach mit der Blade töten. Ist aber dann später noch gestorben. Hat mich dann später noch einmal getötet, weil ich gestunt wurde. War das ziemlich einfach für den. Und ja, ich glaube, spätestens ab hier war der dann richtig genervt. Mit meiner Trance einfach nur so gegen den. Ist der dann für Tracer geswitcht. Aber das haben Anna und ich dann auch ganz gut gehandelt. Das war's.